Ich bin in der Lage, durch meditative Vorgehensweisen in mir selbst, indem ich zum Beispiel meditieren lerne, indem ich zum Beispiel lerne, ganzkörperliche Orgasmen tief und lange in mir zu genießen, dann produziere ich ja Glückshormone, die aber nicht mehr abhängig sind von einem Partner. Stimmt das wirklich, dass du beinahe stirbst, wenn du angeblich nicht geliebt wirst, so wie du denkst, dass du geliebt werden sollst? Oder ist es nicht vielleicht besser, dass du lernst zu lieben? Und wenn dein Herz offen ist, dann tanzt du und dann findest du Menschen, die sich davon anstecken lassen und die sagen, ich will mit dir mittanzen. Appetite.